Begeisterten Tänzer da draußen. Was geht, Freunde? Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt Bock auf ein wenig Terror, Speedcore, Lufiamcore. Ihr wisst, wen ich meine. Das neue Lied oder eines der letzten Lieder, auf das ich reagieren sollte, eurer Meinung nach, ist Sorry I'm Blue. Und hier ist es. Aber bevor es losgeht, denkt auch wie immer daran, füttert den Algorithmus, lasst einen Daumen da, abonniert meinen Kanal, damit ihr kein weiteres Video mehr von mir verpasst und aktiviert die Glocke. Jetzt! Okay, Atmosphäre ist da. Also, dazu kann man ja jetzt nicht so viel sagen, ne? Aber mir gefällt es, dass es ab und zu mal wieder langsamer wird und das ist so ein Stockengerät, der Bass. Es macht schon so ein bisschen so einen verrückten Takt aus, finde ich ganz gut. Die Atmosphäre ist sehr krass gemacht, sehr dick, die Atmosphäre. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll.
ich werde gleich taub. Also was ich auf jeden Fall gut finde und was man merkt, wenn man genau und richtig hinhört, ist, dass das komplette Lied ein einziger Aufbau ist. Es kommen immer mehr Melodien und Töne dazu oder Töne, die im Hintergrund waren vorher, die geraten dann in den Vordergrund und sowas. Das gefällt mir ganz gut. Also technisch gesehen ist das wieder richtig, richtig gut. Ne? Es ist jetzt so, die Frage ist, diese Musik würde ich persönlich nur hören, wenn ich irgendwie total in Gedanken versunken bin oder sowas. Also es ist jetzt nichts zum Chillen, es ist aber auch nichts, um zu feiern. Für mich persönlich. Ich war auch schon in der Terror Area. Terror Area geht auch hier und da klar, aber das geht ja schon so Richtung Speedcore, ne? Oder Breakcore, oder wie man das nennt. Ich glaube Speedcore. Sorry, I'm Blue. Also, ich muss ja sagen, sowohl das Video als auch das Lied war ein einziger Trip. Wie ein LSD-Trip. Ich habe noch nie LSD genommen, aber ja, so könnte man es sich unter anderem vielleicht vorstellen. Wer weiß. Krasses Lied. Also ich weiß gar nicht so genau, was ich davon halten soll. Also es ist kein schlechtes Lied. Das hört sich gut an. Es ist nur manchmal ein bisschen zu viel. Ein bisschen zu viel für mich, für meinen Geschmack. Aber es ist, also wenn es jetzt in dem Genre Speedcore fällt, ist es für mich immer noch ein angenehmerer Speedcore als jetzt ANC oder so. Falls jemand die oder den kennt, ANC, mit Harvest of Blood zum Beispiel. Das ist zwar auch so Speedcore, aber das ist mir schon zu too much. So, und jetzt Sorry I'm Blue. Ist in Ordnung, das geht, das kann man sich noch echt anhören, so, obwohl es zum Ende hin ein bisschen heftig wird, aber ja, cooles Lied. Wenn ihr weitere solche Lieder habt, ja, dann schickt sie mir gerne oder schreibt sie mir in den Kommentare rein und dann werde ich mich darum kümmern, meine lieben Freunde. Ich bedanke mich fürs Einschalten und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, ja. Wenn es heißt, wir hören uns Krach an. Nein, Spaß, alles gut. Ich höre die Musik ja selber. So, Freunde, bis zum nächsten Mal. Haut rein.